1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Mit kleiner Verspätung sind wir da, aber wir sind da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ist unsere Themennacht in dieser Woche und unser Thema heute Nacht heißt, es passiert immer am Wochenende. Ich möchte gerne mit euch über Dinge sprechen, die bei euch immer an einem Wochenende passieren oder passiert sind. Das können geheime Sachen sein, das können schlimme Sachen sein, das können spannende Sachen sein, es können aber auch völlig abgefahrene und schräge Dinge sein, die immer nur am Wochenende passieren. Es passiert immer am Wochenende. Ich frage euch, was passiert bei euch immer nur am Wochenende oder ist vielleicht früher immer mal am Wochenende nur passiert? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Dirk und Dirk ist 60 Jahre alt. Guten Morgen, Dirk. Ja, guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. So, was passiert denn bei dir immer am Wochenende? Tja, ich werde versetzt. Du wirst versetzt? Ja. Von wem? Ja, von... Ich weiß jetzt nicht, wo ich dran bin. Bei ihr. Ich kenne diese Frau 30 Jahre lang oder 31 Jahre. Ja. Und letztes Jahr haben wir uns nach 30 Jahren wiedergesehen, wusste den Vornamen von ihr, Geburtstag von ihr. Und dann habe ich sie gefragt, sag mal, wie ist es denn mal mit dessen Kaffee zusammen trinken? Ja, gerne. Mhm. Ja, und dann hat sich herausgestellt bei dem zweiten Gespräch, das wir hatten, ja, eins muss ich dir von vorne weg sagen, ich habe einen Freund. Ach. Und so kann ich jetzt natürlich mich nicht so bewegen. Ja. Ja. Du bist aber nicht verheiratet und hast keine Freundin. Nein, also ich bin solo. Du solo. Hm. Ja. Und noch eine Frage zu dieser Frau. Du sagst, ihr kennt euch quasi 30 Jahre, aber hattet auch dann 30 Jahre keinen Kontakt miteinander. Ja, wir wohnen in der gleichen Stadt. Ja. Und so, wenn sie, sagen wir mal, in dem Stadtteil wohnt, dann kann ich ja noch nicht sehen, ob sie verheiratet ist oder... Genau. Damals, vor 30 Jahren, hattet ihr da was mal miteinander? Nee. Auch nur eben uns angeguckt. Man kannte sich so. Da Disco gemacht und so weiter. So, jetzt voriges Jahr getroffen. Dann hat die gesagt, ja, aber ich habe einen festen Freund. Ich kann mich da nicht so frei mit dir bewegen, wie ich das vielleicht gerne würde tun wollen. Wie hat sich denn jetzt euer Kontakt, dein Kontakt zu dieser Frau entwickelt in diesem Jahr? Ja, dass sie auf einmal einen Schmetterling im Bauch bekam. Aha, ich dachte es mir schon. Und das ist das erste Mal, dass ich bei einer Frau Schmetterlinge im Bauch bekam. Sag bloß. Echt? Du bist 60 Jahre alt und zum ersten Mal bei einer Frau, also bei einem Mann auch nicht, gehe ich mal von aus. Also du hast noch nie Schmetterlinge im Bauch gehabt vorher gehabt? Nein. Ach, aber du, ehe wir die Geschichte vertiefen, du hattest doch schon mal... eine Beziehung, eine längere Beziehung früher. Ja, hatte ich. Warst du verheiratet auch mal? Nein. Nee. Wie lange war denn deine längste Beziehung? 8 Jahre. Und da war am Anfang auch nichts mit aufgeregt sein und den berühmten Schmetterlingen? Gar nichts. Gar also, nichts. Du hast es so mitgemacht? Ja, also, ich weiß nicht, also, weil ich habe mittlerweile viele Gebrechen und ich habe ihr einen Wein eingeschenkt, nachdem ich diese Schmetterlinge im Bauch bekam. Also ist ja schon ein irres Erlebnis, wenn man das mit 60 Jahren zum ersten Mal erlebt. Ja. Müssen wir erstmal so festhalten. Also das hat schon ein Gewicht dann für dich, die Sache. Mhm. Und wie gesagt, ich habe ganz große Empfindungen. Ich flirte gerne mit ihr und schäke so ein bisschen rum. Sarkastischen Humor oder englischen Humor oder auch Zärtlichkeiten werden ausgetauscht. Ah, da wollte ich jetzt gerade drauf kommen. Also es wurden schon Zärtlichkeiten ausgetauscht? Ja, das ist gestern und heute gewesen. Da durfte ich ihre Brust natürlich auch kräftig, sagen wir mal, wie sagt man, so schön kneten. So. Und aber, sie schmolzt dahin. Aber außer Brust kneten ist noch nichts gelaufen? Nein. Nein. Obwohl du gerne würdest wollen? Ja, gerne. Und wie gesagt, ich möchte auch gerne mal mit dir essen gehen oder ins Kino gehen. Ja, aber du weißt, bitte bedräng mich nicht. Das heißt, Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Ich halt, aber bitte keine zig Jahre. Ja, wie oft seht ihr euch denn so in der Woche?
Ja, dreimal. Dreimal. Und am Wochenende versetzt sie dich immer, weil sie dann zu ihrem Freund fährt, oder was? Ja. Ach so, so ist das dann. Ja. Sie fährt am Wochenende zum Freund, der wohnt ein bisschen weiter weg. Ja, der wohnt auch in der gleichen Stadt. Ach so, und aber das Wochenende verbringt sie dann mit dem Freund zusammen? Ja, ob sie jetzt nur einen Tag da bleibt oder die zwei Tage. Manchmal hat sie mir auch angerufen und dann, ja, ich wollte noch gerne dies und das und jenes wissen. Und wir haben bis jetzt, bis auf den heutigen Abend, 8 gemeinsame Interessen. 8 gemeinsame Interessen? Ja. Sag doch mal so spaßeshalber mal so 3 Interessen, die ihr gemeinsam habt. Ja, spazieren gehen, dann Musik, da ist es Feuer und Flamme und was, genauso. Was mögt ihr denn? Welche Musik mögt ihr? Jede Art von Musik. Ja, jede Art gibt es nicht. Ein bisschen Geschmack hat man doch, in eine gewisse Richtung geht es doch. Eher klassische Musik oder Schlagermusik, Volksmusik, Jazz. Ja, also man kann querbeet sagen. Querbeet, okay. Ja. Ihr seid da nicht so nee, pingelig. Nicht so festgelegt. Und drittes, was macht ihr sonst noch gerne? Ja, spazieren gehen, ja, diskutieren über manche Themen und so weiter. Ja. Also ihr versteht euch eigentlich so rundherum gut. Unwahrscheinlich gut, also... Aber wieso ist sie denn nur am Wochenende immer mit ihrem Freund zusammen, wenn der sogar in der gleichen Stadt wohnt? Ja, weil er Geld hat. Und er ist selbstständig. Hm. Und ich hatte gestern mit ihr den Disput, aber alles in Ruhe gesagt. Und sag ich auch mal, das geht mich ja nichts an, das ist deine Sache mit ihm. Hm. Und ich möchte dich nicht verletzen. Aber du wirst doch nicht nur brav da sitzen, ein Däumchen drehen und... Wenn ihr Sex miteinander habt, ist auch deine Sache. Aber du sollst wissen, dass ich dich wirklich achte und ich verehre dich und ich begehre dich. Hm. Und ja, aber die werden wahrscheinlich Sex miteinander haben. Das vermute ich. Wie lange sind die denn schon verbandelt? Ich sag ja, seit 1,5 Jahren. Seit 1,5 Jahren? Ja. Das hatte ich gerade nicht verstanden. Ja, ihr kennt euch seit einem Jahr jetzt wieder und seit 1,5 Jahren. Ach so, nee, das habe ich wirklich gerade nicht richtig verstanden. Das heißt, die war mit dem erst ein halbes Jahr zusammen, als sie dich dann wieder getroffen hat. Ja, dass ich sie gesehen hatte und ich konnte mich an den Vornamen erinnern, auch wann sie Geburtstag hatte. Aber das war noch nicht Antwort auf meine Frage, warum die in der Woche mit ihrem Freund nichts macht. Ja, das frage ich mir auch. Ja, er hatte keine Zeit, weil er ja nun... irgendwie was Kaufmännisches hat und da läuft es auch nicht so gut. Ach so, der ist noch richtig voll im Beruf und ja, im Geschäft. Ja, selbstständig. Ja, Dirk, das ist natürlich eine üble Wochenenderfahrung ist für dich. Das passiert immer am Wochenende, dass deine Freundin mit einem anderen Typ im Bett liegt. Ja. Oder die Frau, das heißt deine Freundin, die Frau, die du gerne zu deiner Freundin hättest. Ja. Jetzt wirbst du schon ein Jahr um sie herum und durftest heute schon ihren Busen kneten. Ja. Aber die Dame... ja. Ist noch nicht so weit. Sie sagte zu mir... Oder die Dame spielt ein bisschen. Ich unterbreche, Jürgen. Ja. Aber sie sagte, lass mir Zeit. Ja, sei, ich möchte aber keine ein, nicht zwei, nicht fünf, nicht 10 Jahre warten. Ja, verständlicherweise. Ich hätte gerne gewusst, wann. Und ich gebe ihr noch dieses Jahr praktisch. Ja. Und dann möchte ich wissen, Butter bei Fisch, wie man so schön sagt. Ja, finde ich einen guten Plan. Es kann ja auch sein, dass die Dame, ich will sie dir nicht mies machen, aber dass die so ein bisschen auch mit dir spielt und sich beide Eisen im Feuer hält, weil du ganz nett bist und weil der andere ganz nett ist und der andere vielleicht auch dann noch recht wohlhabend ist. Man weiß es nicht, wir wollen nichts unterstellen. Genau. Aber ich finde es richtig, wenn du dir so eine Zeitgrenze setzt, noch so und so viele Monate und dann ist Schluss. Dann muss eine Entscheidung gefällt werden. Und dann, ich finde, dass du sie dann auch nicht weiter unter Druck setzt, wenn du noch bis dieses Ende, zum Ende diesen Jahres wartest, ist das okay. Und ich hatte auch ganz kräftige Magenschmerzen und das habe ich ihr auch gesagt, weil ich sei mir deswegen auch nicht böse und. Ja. Ja, und ich kam mir vor wie ein Fußabtreter und dann war also kräftig dran an, wenn du meinst, dass du ein Fußabtreter wärst, dann tut es mir leid, gut, dann machen wir halt Schluss. Oh. Ja. Und das hat sie wohl auch zu mir gesagt, sage ich, ja, aber du weißt, was ich für dich empfinde. Mhm. Und ich habe alles in Ruhe durchgesprochen, mit Ruhe und Gelassenheit. Und dann sind wir so später auseinandergegangen, wohl nochmal Eiskaffee, haben uns dann Tee noch getrunken, weil es ja ruppig kalt ist noch natürlich. Im Frühjahr. Ja. Und was unbegreiflich ist. Natürlich. ich bin froh, dass du noch guter Gesundheit bist. Ja. Aber erzähl mal, wie ihr auseinandergegangen seid.
Ja, und dann habe ich sie nach Hause gebracht, ja, und darf ich sie dann noch anrufen, dann hat sie ihr eine CD geschenkt. Und da sage ich, sei bloß vorsichtig, was drauf ist. Ja, ich lasse mich mal überraschen. Was ist denn da drauf? Mal, was hast du denn da ausgesucht? Ja. Ja, hör mal. Ja, was ist es denn? Sie war so hellauf begeistert. Was war denn das? Was ist denn da drauf? Ja, also das war von verschiedenen Interpreten. Ach so, nicht, ich dachte irgendwas Schweinisches oder so. Nee. Einfach eine schöne Musikzusammenstellung. Ja. Ja. So, Dirk, ich sage dir, dass ich das gut finde, wenn du ein Limit setzt, bis dahin und nicht weiter. Und wenn es dann noch so traurig ist, wenn sie dann geht, dann will sie dich auch wirklich nicht. Das ist so das, die alte Weisheit, wenn derjenige dann geht, der will er auch nicht. Und dann weißt du auch, ob sie mit dir gespielt hat oder ob sie wirklich mit ihren Gefühlen ringt. Damit du endlich mal von den Wochenenden erlöst wirst. Und ja, aber als ich hier die Brust geknetet habe, da war sie praktisch schon auf dem Weg zum Orgasmus. Ja. Weil sie hatte es mir dann später gesagt am Telefon. Ja. Und das war heute genauso der Fall und so weiter. Knete ja ganz einfach mal in der nächsten Zeit nochmal die Brust. Steter Tropfen höhlt den Stein, ne? Sagt man so. Ja. Dirk, wir müssen Schluss machen. Dürfte ich denn nochmal mit dem Psychologen sprechen? Ja, wenn du das gerne möchtest. Ich sah gerade keinen Grund, aber wenn du es gerne möchtest, selbstverständlich, sehr gerne. Dann rufen wir dich gleich nochmal an, das heißt meine Psychologin, die Anja, ruft dich nochmal an. Gut, dann wünsche ich dir natürlich noch eine angenehme Morgenruhe, schönes Wochenende. Dankeschön, dir auch. Gut, Östern in den Klöstern. Und ich wünsche dir einfach viel Glück mit deiner Flamme, dass alles gut läuft. Wie würdest du es sehen? Wie würdest du es sehen? Ja, sehen ist jetzt schwierig. Ich finde dein Verhalten richtig, dass du sagst, noch ein paar Monate und dann muss sie sich entscheiden. Dann ist es ganz klar, finde ich schon. Lieber Dirk, alles Gute, wir melden uns gleich wieder. Ja, danke tschüss. Dir, Jung. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heute in der Tat ist, es passiert immer am Wochenende. Was passiert bei euch immer am Wochenende? Oder immer wieder mal am Wochenende? Das muss ja nicht jedes Wochenende sein. Oder ist vielleicht mal an den Wochenenden früher passiert. Das kann ja etwas sehr Abgefahrenes sein, vielleicht irgendwelche sehr ungewöhnlichen und ausgefallenen Sexpartys. Es können geheime Treffen sein. Es können auch traurige Vorfälle sein, die an den Wochenenden passieren oder passiert sind in eurem Leben. Was auch immer. 0800 220 50 50 die Nummer, die Telefonnummer oder die Mailadresse domian@wdr.de. Hier ist mein Namensvetter Jürgen, 37. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ja, Jürgen, was passiert bei dir denn am Wochenende? Immer? Es passieren ja Schlägereien. Schlägereien? Ja, die harte Version. Immer? Ja, immer. Immer? Immer. Das ist eine Pension, eine Männerpension. Hier wohnen keine Frauen, nur Männer. Moment, ich muss mein Radio leise machen. Ja, bitte. Du lebst in einer Männerpension? Ja. Ist das so eine Art Obdachlosenpension oder wie? Richtig, ja. Genau. Ach so. Mhm. Und 70 Leute sind für, wovon man 40 Leute nicht sieht. Und 30 Leute treffen sich regelmäßig und die kloppen sich am Wochenende immer. Ach, warum denn nur am Wochenende und warum nicht in der Woche? Ja, auch in der Woche. Also heute war es auch so. Aber am Wochenende besonders? Am Wochenende besonders schlimm. Ja, dann geht's richtig rund weiter. Wo denn dann bei euch, da in dem Haus oder irgendwo draußen? Das sind mehrere Häuser. Dann, nee, auch draußen. Dann geht man vor den Häusern und dann kloppt man sich. Ist da Alkohol im Spiel? Ja, klar. Viel Alkohol? Ja, klar. Und du bist mittendrin? Ja, natürlich. Das heißt, du klopfst dich jedes Wochenende? Eigentlich schon. Ich bin eigentlich hier im Moment, muss ich sagen, einer der, habe ich das Gefühl, ich selber habe das Gefühl, dass die Leute auf mich immer einen Eindruck haben, dass sie mich herausfordern wollen. Ja, das sagen alle Schläger immer. Die fühlen sich immer provoziert. Was bist du vom Typ so von der Statur her? Ein kräftiger Mann, ein kleiner Mann? Ich bin ein großer Mann. Ein großer Mann. Wie groß ist er denn? Ja, ich bin 1,90. 1,90. Ja. So. Das heißt ja nichts. Nee, das heißt nichts, aber ein bisschen heißt schon was. Wie lange läuft das jetzt schon so? Das läuft seit mehreren Jahren. Boah, das ist ja krass. Ja.
Warum machst du das denn? Weil ich keine andere Wahl habe. Wie, du hast keine andere Wahl, dich zu besorgen? Ich habe keine Chance, eine andere Wohnung zu finden. Ja gut, aber du musst dich doch nicht dann prügeln am Wochenende. Du kannst dem doch aus dem Weg gehen. Ich kann aber auch nicht innehalten. Ja, also es ist schon dein Problem. Natürlich ist ein Problem. Ist das immer so, wenn du besoffen bist oder auch wenn du nüchtern bist? Ich glaube, nee, wenn ich nüchtern bin, ist das gar nicht so. Du wirkst ganz ja ehrlich, ganz... Nee, ganz ehrlich, muss ich ganz... Ja, ja, du wirkst ja auch ganz... Ehrlich gesagt gestehen, wenn ich nüchtern bin, ist das gar nicht so. Ja, du wirkst ja auch ganz vernünftig. Gegenteil eigentlich. Ja. Schämst du dich eher für? Ja, eben. Wenn das da... Wie viele Männer sind denn da an diesen Schlägereien immer beteiligt? 10 Leute. Boah, und wie lange zieht sich das hin? Das ist schon eine Weile, ja. Gibt es da Verletzte? Ja. Schwer Verletzte manchmal? Ja, natürlich. Das heißt, dann ist der Krankenwagen bei euch auch Dauergast am Wochenende? Richtig, ja. Gibt es denn da keine Aber nicht wegen mir. Gibt es denn da kein Aufsichtspersonal in dem Wohnheim? Doch, gibt es von der Stadt. Aber die macht hier nichts. Die lassen das so laufen. So wird es. Würdest du von dir aus sagen, dass du Alkoholiker bist? Ja, natürlich. Mhm. Ich bin Alkoholiker, ich war in der Therapie. Ich habe 2007 eine Therapie gemacht. Von der Therapie kam ich raus. Habe mich vorher bemüht um eine andere Wohnung. Mhm. Und kam dann wieder zurück und hat mir direkt jemand eine Flasche Bier angeboten, habe ich direkt abgelehnt. Dann hat meine Freundin Schluss gemacht gehabt und dann, der Tropfen auf den Fass zum Überlaufen und dann habe ich halt eine Flasche Bier genommen und dann habe ich auch direkt einen Schluck Schnaps genommen und war Feierabend. Wann fing das so richtig an mit dem Saufen? Du hast... Das fing vor knapp 10 Jahren an. Da hattest du wahrscheinlich noch Wohnung und Beruf? Ich hatte einen Beruf gehabt. Was hast du gelernt? Was hast du gemacht? Metallbauschlosser. Metallbauschlosser. Mhm. Und warst du früher verheiratet? Hast du Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Nein. Aber du warst mal verheiratet oder hattest eine Freundin? Nein. Ich hatte längere Zeit in Beziehung, ja. Und seit wann bist du jetzt obdachlos? Seit mehreren Jahren jetzt. Ich möchte jetzt nicht die Zeit sagen, weil meine ehemalige Freundin damals, die wohnt auch ein Haus hier unter mir. Mhm. Und wie gesagt, da sind mehrere Häuser. Mhm. Und klingt ja alles sehr traurig. Das ist sehr schlimm hier. Ja, die ganze Situation, dass du wieder auf Alk bist, dass du dich da klopfst und prügelst jedes Wochenende, dass du dem nicht aus dem Weg gehst. Aber dem kannst du wahrscheinlich nicht aus dem Weg gehen, wenn du säufst. Das heißt, du durftest nicht saufen. Richtig. Dann könntest du dem aus dem Weg gehen. Richtig. Du bist ja erst 37 Jahre alt. Ich sag mal bewusst erst, das ist ja noch kein Alter. Willst du jetzt so, bis du alt wirst, so leben? Natürlich nicht. Ich habe mich auch versucht zu bemühen jetzt, dass ich hier rauskomme. Mhm. Und wieder eine Anschlusstherapie bekomme. Mhm. Damit mit dem Ziel, dass ich hier rauskomme. Ne? Mhm. Und wirst du diese Therapie bekommen? Ich werde sie bekommen. Wann? Das weiß man noch nicht, die läuft jetzt gerade erst. Der Antrag läuft. Ja. Mhm. Na gut, das ist eine Perspektive. So, das ist schon mal eine Perspektive für mich. Das heißt, die Wurzel allen Übels ist der Alkohol. Richtig. Kann man so sagen, ne? Ja. Bist du denn bei dieser in der Zeit muss ich halt mich über Wasser halten mit Alkohol. So, ganz krass ausgedrückt. So ist es schon mal. Was machst du den ganzen Tag über? Ich hänge nur rum. Draußen, irgendwo auf der Straße? Nee. Hier mache ich meine Wohnung sauber, die halte ich sauber. Und bla bla. Und wie kann man ganz ehrlich gesagt, ich trinke mir jeden Tag ein. Und wie finanzierst du das? Das wird angeschrieben. Es wird angeschrieben? Das heißt, das gibt... Ja, vom Vermieter. Aber das musst du doch irgendwann bezahlen. Ja, Monatsende.
Und das bezahlst du dann von deinen Sozialleistungen oder Hartz IV oder was du bekommst? Genau. Mhm. Dieses Obdachlosenheim, in dem du da wohnst, Männerpension, wie du sagst, hat da jeder sein einzelnes Zimmer oder wohnst du mit jemandem zusammen in einem Zimmer? Nein, da hat jeder sein einzelnes Zimmer. Ja. Manche wohnen auch mit zwei Leuten auf dem Zimmer. Mhm. Gibt es auch, habe ich schon gehört. Nicht gesehen, ich habe schon gehört. Aber ich habe ziemlich eine gute Unterkunft, muss ich sagen. Haben die Zimmer eine Toilette und eine Dusche oder eine Gemeinschaftsdusche? Also ich habe eine eigene Toilette. Ja. Die anderen haben, das ist eine Unterkunft, die müssen dann mit 5, 6 Leuten dann duschen gehen. Mhm. Und ja. Was kostet dein Zimmer, was du da hast? 289 Euro. Und das übernimmt aber der Staat? Ja. Mhm. Und wie geht das so mit Essen? Gibt es da auch eine Küche bei euch im Haus? Gibt es auch, ja. Und nimmst du die in Anspruch, die Küche? Kann man sich da was kochen? Oder? Nein, ich kriege da nichts von. Du kriegst da nichts von? Nein, will ich auch gar nicht haben. Warum? Nee, aus Prinzip nicht. Im Prinzip verstehe ich nicht. Aber würde ich auch nicht bekommen, aber aus Prinzip würde ich das auch nicht bekommen. Aber ich will das selber nicht, von mir aus. Und wie ernährst du dich? Ich kaufe mir das selber. Und ist es dann bei dir auf dem Zimmer? Ich verkaufe auch auf der Straße. Kennst du die Zeitung Die Straße? Nee, aber ich kenne so ähnliche Zeitungen. Die sieht man ja immer wieder. Ja, ich kenne sowas ähnlich. Die Straße, ja. Die verkaufe ich. Und dann finanziere ich mir da. Entschuldigung. Bei diesen Schlägereien, um da nochmal drauf zurückzukommen, die dann immer an den Wochenenden stattfinden, bist du da auch schon mal verletzt worden? Natürlich. Das finde ich ganz, ganz erschütternd. Das ist gerade mal eine Woche her, bin ich verletzt worden am Auge. Das heißt, da ist jemand in meine Haare gegangen, hat mir am Auge verletzt. Das heißt, das Wochenende steht so mehr oder weniger vor der Tür. Das heißt, ihr werdet euch wieder. Das ist doch grauselig. Natürlich. Das ist totale Scheiße, ist das. Man muss sich jeden Tag eigentlich ganz deutsch, auf Deutsch gesagt, dumm saufen. Um das überhaupt durchzustehen. Ja. So, was ich jetzt beruhigend finde, ist, dass du zumindest deine Therapie beantragt hast. Ich habe das gemacht, ja. Ja. Und ganz ehrlich gesagt, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. Aber ganz ehrlich gesagt, ich habe das im besoffenen Kopf gemacht. Mhm. Ich bin hochgegangen und ich habe das gemacht, also bei uns in der Stadt hoch, mhm. Das ist Amt, und habe ich das gemacht. Und ich habe denjenigen vorgeschlagen, so und so, von der Arge. Mhm. Und der guckte mich an mit großen Augen. Ich sag, ja, ich bin besoben, ich will das aber machen. So. Und ist dann durch, er hat das dann mit dir ausgefüllt? Richtig. Ja, sehr gut. So, das ist, finde ich, das Allerwichtigste. Du musst von dem Alkohol die weg. Die Einsicht habe ich. Ja, die musst du haben. Mein Gott nochmal, sonst kannst du dir gleich die Kugel geben. Mal plump richtig gesagt. Genau. Ja. Genau, du bist, gesagt. Ja, und du bist wirklich, letztendlich bist du Herr deiner selbst. Wenn du das wirklich willst, dann schaffst du das auch. Es gibt Leute, die aus der Situation wieder rausgekommen sind, in der du jetzt steckst. Hatte ich hier schon in meiner Sendung. Das gibt es. Ich gucke deine Sendung schon lange, ziemlich lange. Ich habe dich auch schon mal auf dem Fahrrad gesehen. Sag bloß. Pass mal auf, Jürgen. Ich würde mal gerne, dass du für die Übergangszeit, bis deine Therapie anfängt, doch noch vielleicht ein paar Sachen, die du machen könntest, würde ich dich gerne noch mit meiner Psychologin sprechen lassen. Mhm. Ansonsten musst du dich wirklich mit großer Disziplin dann reinhängen. Natürlich. Das musst du machen. Das musst du machen. Stark bleiben in dem Sinne. Damit du ein ordentliches Leben irgendwann wieder führst. Eine eigene Wohnung, einen Job oder sowas. Jürgen, ich danke für deinen Anruf und wir werden uns gleich bei dir nochmal melden. Das heißt, Anja wird dich anrufen. Ich danke, dass ich mit dir sprechen konnte. Und ich wünsche dir viel Glück, wirklich. Sehr viel Glück wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. So, es passiert immer am Wochenende. Unser Thema. Und zu diesem Thema hat auch angerufen die Tanja, die ist 30. Hallo. Hallo Tanja. So. Ja. Am Wochenende. Ja, immer am Wochenende betrüge ich meinen Mann. Immer am Wochenende betrügst du deinen Mann? Ja. Ja. Okay. Soweit die Grundinformation. Genau. Jetzt bitte erstmal ein paar Details. Wie lange verheiratet? Seit 5 Jahren. Kinder? Nein.
Und seit wann betrügst du deinen Mann? Immer am Wochenende? Ja, ich habe gerade mal überlegt, so seit knapp über einem Jahr. Seit einem Jahr schon? Mit wem denn? Mit einem amerikanischen Soldaten. Der bei dir in der Gegend stationiert ist? Ja, genau. Und warum tust du das? Tja, also erstmal, ja, mein Mann ist erstmal am Wochenende ständig weg, wenn es geht, zum Angeln. Zum auch, Angeln? Ja, ja, Angeln mit seinen Freunden und auch Eisangeln, da fahren die bis Gott weiß wohin. Eisangeln nach Skandinavien oder was? Ja, so bis nach Schweden oder was, glaube ich, kann man das machen. Ich interessiere mich da ehrlich gesagt nicht für. Ja. Und ja, sonst dann bei uns kann man in der Ecke so manchmal, gibt es da so, da musst du halt einen Angelschein haben und was bezahlen, da kannst du halt angeln. Ja, und dann ist der Wochenende immer weg und ich bin allein. Das heißt, du fühlst dich von deinem Mann vernachlässigt? Ja, erstmal das so ein bisschen. Oh. Und was noch? Ja, ich meine gut, Wochenende, ja eigentlich irgendein Wochenende hätte man doch mal mit seiner Frau. Mhm. Weil was bringt das, wenn ich bei, weiß ich nicht, minus 20 Grad da irgendwo... Na gut, aber es ist ja nicht immer minus... War es wirklich so, bevor du die Affäre mit dem Amerikaner angefangen hast, dass dein Mann jedes Wochenende irgendwas gemacht hat? Ja, der geht immer angeln. Immer? Jedes Wochenende? Ja, der ist immer weg. Hast du dich denn damals mal beschwert bei ihm? Und, ja, ständig. Und bringt nichts? Nö, bringt gar nichts. Da hast du gedacht, Mensch, schnapp ich mir einen amerikanischen Soldaten und mach's mir auch schön. Ja, so ungefähr war das. Ja. Wo hast du denn den amerikanischen Soldaten kennengelernt? In einem McDonald's. Ach. Ja, da fühlen die sich wohl heimisch. Da gibt es mehrere davon. War das eine Zufallsbekanntschaft? Ja, ja, ganz zufällig. Hat er dich angebaggert oder du ihn? Eigentlich er mich. Und hast gesagt, ja, warum nicht? Ich mach mal mit. Genau, sieht lecker aus. Wieso nicht? Wie sieht er denn aus? Groß, breit. Muskeln, blonde Haare, ja, gut, schöne Augen. Gut trainiert. Ja, müssen die ja sein, ne? Ja, müssen die sein. Wahrscheinlich auch so im Alter zwischen 20 und 30. Ja, der ist einen Tacken jünger. Tacken jünger als du. Ganz klein bisschen bloß. Jünger als du? Ja. Ja. So, dann trefft ihr euch immer am Wochenende und am Wochenende betrügst du deinen Mann. Wo trefft ihr euch denn? In der Kaserne geht das ja schlecht. Nein, natürlich, da geht das nicht. Und bei uns zu Hause geht das auch nicht wegen der Nachbarn. Ja. Die das dann sehen würden, weil das ist so reihenhausmäßig und dann sehen die das. Da kriegen alle alles mit. Ja, genau, da kriegen alle alles mit und wollen das auch mitkriegen. Ja. Und wir haben da so ein bisschen weiter draußen ein kleines Hotel entdeckt. Mhm. Ja, da kann man hin, ne? Und dann ist das so eine reine Sexgeschichte immer oder macht ihr auch Sachen zusammen? Nee, das ist nur Sex. Nee, reine Sex? Ach so, reine Sex. Du fährst also zum Poppen in das kleine Hotel. Genau. Mit dem amerikanischen Soldaten. Genau. Mit dem sprichst du? Welche Sprache? Englisch? Die hier sind, also das ist so eine Spezialeinheit. Ja. Die trainieren mit unseren Streitkräften. Und die hier sind, müssen die Sprache können von dem Land, in dem sie stationiert sind. Das ist immer was ganz Neues. Normalerweise kennt man immer, dass die Amis nun nicht gerade so die Sprachinteressiertesten sind. Also der spricht Deutsch. Ja, also relativ gut sogar. Also der kann also schmutzige Worte zu dir auf Deutsch sagen. Ja, ich meine gut, auf Englisch würde ich die auch verstehen. Sagt er schmutzige Worte zu dir beim Sex? Ja. Ja? Was denn zum Beispiel, was man vielleicht hier auch mal als Beispiel so nennen kann? Oh, nee. Nee, das dann, so weit geht's dann doch nicht. Nee, bitte nicht. Also eine reine Sexgeschichte, die dir viel Spaß macht. Ja. Da bist du dann immer so ein paar Stunden und dann war's das. Ja, also meistens bleiben wir da ja über Nacht, weil ja sowieso keiner da ist. Ach so, über Nacht. Das wiederum kriegen die Leute in der Reihenhaussiedlung noch mit, wenn du über Nacht weg bist. Ja, aber ich sag dann immer, ich gehe zu meiner Freundin. Ach so, das glauben die jedes Wochenende zur Freundin? Ja gut, ich meine, ich muss ja jetzt nicht durch die ganze Nachbarschaft laufen und denen da irgendwie hier Rechenschaft ablegen. Ich vermute, in der Nachbarschaft wird man schon munkeln, die Tanja ist jedes Wochenende weg. Da stimmt was nicht. Nein, natürlich, das wird schon gesagt, aber da hat mich auch mal jemand drauf angesprochen, weil die sind bei uns alle sehr direkt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin bei meiner Freundin, wenn mein Mann noch nicht da ist, was soll ich zu Hause? So, jetzt klingt das alles so ein bisschen lustig und schräg, aber das ist ja eigentlich überhaupt nicht lustig und auch nicht schräg. Wie ist denn sonst so eure Ehe? Also, die war natürlich mal besser. Mhm. Wir kennen uns, seit wir 15 waren. Von der Schule. Ja. Und wir sind, ja, was heißt wir kennen? Wir sind seit dem Zeitpunkt auch zusammen. Mhm. Ach, das und war dein erster Freund? Ja. Ach so. Und natürlich war es auch mal anders.
Und ja, wenn man sich so Ewigkeiten kennt, mhm. und wie gesagt, er ist nicht unbedingt der aufregendste Mensch. Dein Mann. Ja, und Angeln finde ich jetzt auch nicht unbedingt, außerdem finde ich diese Grausamkeit schrecklich dabei. Die armen Fische da, die da die Haken genau. schlucken müssen. Ja, die armen Fische, ja. die man dann auch nicht alle essen kann. Echt, was macht er denn mit den Fischen? Schmeißt also, er die wieder ins Wasser? Also kommt immer, glaube ich, drauf an, auf die Größe. Zum Teil werden die wieder ins Wasser geworfen. Ich meine, man fängt ja auch nicht jedes Mal was. Das finde ich ja nur völlig bescheuert. Also wenn schon angeln, dann bitte auch essen. Aber ja, nicht aber wieder. Das ist so. Man fängt nicht jedes Mal was. Mhm. Und also wenn er nichts hat, ist natürlich nichts. Aber wenn er was hat, dann wird das natürlich, wenn es groß genug ist, auch gegessen. Mhm. Mhm. Und ich bin dann diejenige, die das fertig machen darf. Und das ist eklig. Also du isst du denn dann, wenn es gebraten ist oder so, isst du den Fisch denn oder nee. Auch nicht? Also ich esse den nicht. Ich mache ihm den zwar fertig, weil wir da etliche Grundsatzdiskussionen drüber hatten, aber... Bist du denn Vegetarierin? Nein. Nee, also für Hühnchen isst du schon? Ja, kommt drauf an, wo es herkommt. Achso, also eine bedachte Fleischesserin. Ja, das schon, ja. Gibt es, schlaft ihr noch miteinander? Aber... Nee, ist dann, nicht so dolle. Dann, das ist so eine ganz ja, eingefahrene Geschichte wahrscheinlich. Ja, und vor allen Dingen ist er ja auch sehr langweilig. Und Leute, die da ihre Sachen falten, bevor sie und Socken anlassen und so. Ist das so? Ja, das ist so. Wie lange dauert denn euer Sex, wenn du mit deinem Mann schläfst? Wie der genau ist? Nee, wie lange der dauert. Ach, wie lange der dauert? Ach, der ist relativ kurz. Ja. Ich meine, dafür braucht man sich nicht ausziehen und auch gar nicht die Sachen falten. Ach so, das wird dann so zwischendurch erledigt quasi. Ja, was heißt, nee, zwischendurch nicht abends, aber das lohnt nicht, meine ich damit. Ja. Also das ist so, ja, und ich wusste gar nicht, dass Sex so schön sein kann. Das heißt, du lebst so richtig auf mit deinem amerikanischen Soldaten. Genau. Und blühst so richtig auf in Sachen Sex. Ja, genau. Hat er außer mit dir auch noch mit keiner Frau geschlafen? Mein Mann? Ja. Ich glaube, vor mir waren da schon Mädchen, ja. Und wie das jetzt ist, weiß ich nicht. Ja, hältst du es für möglich, dass er genau das Gleiche macht, was du tust? Ja, kann natürlich sein. Vielleicht hat er ja eine Angelfreundin, eine Anglerin. Ja, genau, vielleicht hat er da eine. Ich sehe zwar nie Frauen angeln, aber ich glaube, das machen ganz wenige Frauen auch. Ja, aber ich habe da mal eine gesehen, die sah schlimm aus. Also. Naja, du musst ja nicht mit ihr ins Bett gehen. Nee, von daher... Tanja, gut. Wir reden da so locker drüber, aber Mensch, das klingt ja alles so, als wäre diese Ehe völlig kaputt. Ja, klingt das so? Ja, finde ich schon. Ja, klar. Ja, kann sein. Na, hör mal, du gehst seit einem Jahr wirklich gezielt deinem Mann fremd. Du sagst, der ist eine Schlaftablette, dein Mann. Ja, und der angelt seit 10 Jahren. Ja, so. Na gut, wenn dann sonst alles stimmen würde, wäre das ja okay. Gibt es denn Zärtlichkeiten zwischen euch? Ja, nicht so wirklich, nicht. Aber das war noch nie so extrem. Der ist nicht so. Das ist so ein ganz spröder Mensch. Und so euer normaler Alltag, funktioniert der denn so? Eure WG, sag ich mal, funktioniert die denn? Ja, die funktioniert gut. Die funktioniert, also ihr redet auch miteinander oder schweigt er eher? Nö, also reden schon. Er sagt, was auf Arbeit gewesen ist. Und ich meine, ich habe jetzt nicht ganz so viel zu erzählen. Ja, was aber gewesen ist. Dennoch frage ich dich, warum bist du mit ihm noch zusammen? Tja, weil, das hört sich jetzt vielleicht eklig an, aber er verdient ganz gut. Das hört sich schon eklig an, ja. Ja gut, weiß ich. Also wir haben in vielen Sachen die gleiche Lebensplanung. Also zum Beispiel, was mir ganz wichtig ist, ich möchte keine Kinder und er auch nicht. Mhm. Und in meinem Alter ist das nun mal so, dass wenn man halt einen Mann hat, die wollen ja dann viel, irgendwann dann doch Kinder. Ja, gut. Und ich möchte das nicht und er möchte das auch nicht. Also das passt schon mal ganz gut. Ja, und ich glaube, das ist viel Gewohnheit. Ja, ja. Gehst du auch arbeiten? Nein. Bewusst nicht? Ja, ganz bewusst. Ich bin zu Hause. Er möchte das auch so. Was machst du? Ich bin fürs Haus zuständig. Habt ihr ein ganzes Haus? Ja. Ja, dann bist du Hausfrau. Ja, genau. Mhm. Und das reicht ja auch. Reicht mir das? Ich frage deshalb, wenn du jetzt Kinder hättest, wäre das gar kein Thema. Aber so, du bist eine junge Frau, ist das nicht für dich ein bisschen langweilig, den ganzen Tag im Haus zu sitzen? Ja, manchmal ist es, ja klar, manchmal ist es langweilig. Ich hoffe mal nicht, dass du auch noch eine Putzfrau hast. Doch. Doch, auch noch. Ja, hör mal, dann verstehe ich es wirklich. Ja, aber die ist nicht jeden Tag da, ne? Ja, nur, aber trotzdem, wenn du nur einen Putzfrau hast, dann bist du ja wirklich ein richtiges faules Mädel. Ja, bin ich. Muss man so sagen. Dein Mann verdient ganz gut Kohle und da sitzt du ein bisschen wie die Made im Speck. Ja. Hast du denn früher einen Job gelernt oder eine Ausbildung gemacht?
Ja, ich habe Visagistin gelernt. Ach so, das ist ja ein toller Beruf. Ja, ist schön. Da könntest du rein theoretisch mal wieder einsteigen. Ja. Ja klar, mit 30 kannst du da nochmal... Könnte man sicherlich nochmal machen. Hast du kein schlechtes Gewissen deinem Mann gegenüber? Ja, manchmal schon. Nicht immer? Nee, nicht immer. Warum nicht? Weil ich denke, wenn er jedes Wochenende so, angeln kann, brauche ich das. Das ist der Running Gag, das Angeln. Ja, das hört sich witzig an, aber das ist eigentlich gar nicht aber ganz so lustig. Ich will dir mal sagen, ich finde das ein bisschen ein trauriges Leben, was du da führst. Echt? Ja, finde ich schon. Irgendwie in so einer blutleeren Ehe da zu leben, fremd zu gehen mit einem Typ, wo es nur um Sex geht, dann auf Kosten von dem Mann zu leben und das auch bewusst so zu sagen. Ich bin mit dem doch auch zusammen, weil der ziemlich viel Kohle nach Hause bringt. Ja, aber der hat ja auch was dafür. Ja, aber ich appelliere mal so an deine Selbstachtung. Wäre das nicht schöner, wenn du ein freies Leben hättest, das du auch eigenständig auf die Beine gestellt hast? Weiß ich nicht. Ja. Also ich denke immer, dass das, was ich tue, reicht. Ich habe das getan, was er wollte. Ich bin mit ihm zusammengeblieben. Ich habe ihn geheiratet. Ja. Ich mache den ganzen Scheiß mit. Ich mache da mit seiner Familie die ganzen Feste und Feiern. Das mache ich alles mit. Wie furchtbar. Ja, das ist furchtbar. Ja, aber wenn du das schon so sagst, das klingt so irgendwie so abgefuckt. Ich hab den geheiratet, dafür mache ich das mit. Und dann ist es auch gut so. Dann soll er sich auch nicht beklagen. Dann habe ich quasi auch das Recht, fremd zu gehen. So hört sich das ja an. Nein, das Recht vielleicht nicht, aber... Wie würde der reagieren, wenn der das erfahren? Er hat ja ein Hobby. Ja, gut. Wie würde der reagieren, wenn er das erfahren würde? Wäre dem das egal? Egal. Nee, ich glaube, wegen seinem Ansehen. Ach so, aber sonst so eigentlich wäre es ihm auch noch egal. Ja, ich glaube schon. Wenn du mit dem schläfst, bist du da noch mit Lust dabei, wenn du mit deinem Mann schläfst? Nee. Ja, nicht wirklich. Nee. Aber denkst du dann an deinen amerikanischen Soldaten? Ja, weil sonst klappt es nicht. Also Tanja, ich kann dir mal so von ganz außen als wildfremder Mensch sagen, du bist eine junge Frau von 30 Jahren. Ich finde es toller, wenn du dein eigenes Leben in die Hand nehmen würdest. So wurstelst du dich da irgendwie so durch und ich finde das jetzt alles so. Mir gefällt es nicht. Echt? Ja. Ich bin eigentlich so ganz so. Ja gut, was heißt, bis auf diese Situation zu Hause bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ja gut, aber das ist ja genau der springende Punkt. Okay, wir haben zu dem Thema aufgerufen, du hast mir das erzählt, wir haben ein bisschen geplaudert und ja. Das ist dein Ding, wie du da das regelst. Und ja. Wie immer du es regelst, wünsche ich, dass du es gut machst für alle Beteiligten. So, ich glaube, das ist ein vernünftiger Wunsch. Alles Gute, okay. Liebe gut, Tanja. Tschüss. 0800 220 50 50. Es passiert immer am Wochenende. Michael 28. Was ist es? Michael 28 ist weg. Dann begrüße ich herzlich den Holger. Holger ist 40. Hallo Holger. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ich grüße dich. Ja, Holger. Erstens mal bin ich ein begeisterter Fan von deiner Sendung. Das freut uns sehr. Vielen Dank. Ich gucke dich ja regelmäßig. Ja. Obwohl ich voll berufstätig bin. Oh, wann musst du denn raus morgens? Ach, es geht. Ich bin selbstständig. Da kann ich noch ein bisschen ausschlafen. Was machst denn du als Selbstständig? Ich arbeite für eine Stromgesellschaft. Ach so, für eine Stromgesellschaft. So Ableser oder was machst du? Nee, ich arbeite da im Außendienst. Wir vermitteln da auch so ein bisschen für Privatkunden und so. Ach so, verstehe. Das heißt, du bist ja flexibel und kannst auch ein bisschen dann ein Stündchen mal länger schlafen morgens. Genau. Ja. So, was passiert denn immer am Wochenende bei dir? Ja, ich bin einem hörig. Du bist einem hörig? Ja. Einem Mann? Einem Mann, genau. Hat das was mit SM-Sex zu tun? Nein, überhaupt nicht. Nein? Überhaupt nicht. Ich habe ihn vor circa 8 Jahren kennengelernt. Ja? Und ja, habe ihm dann bei mir in der Nachbargemeinde auch eine Wohnung besorgt. Ja? Ich ernähre ihn quasi. Du ernährst ihn? Ja. Wie alt ist denn der Knabe? Der ist 28. 28? Und der arbeitet nichts? Ne, momentan ab und zu mal, ja. Also fährt man mit einem Kumpel mal raus oder macht da die paar Kleinigkeiten, aber sonst... Du bezahlst die Wohnung und du gibst ihm Taschengeld? So ungefähr, ja. Wie viel kostet dich das im Monat? Schon einiges. Sag mal, ich will es wissen. Um den Tausender. Naja, gut, mit Wohnung und Taschengeld und Leben geht das ja noch. Also ja. Natürlich viel Geld, aber ich hatte jetzt fast noch mehr gedacht. Naja, gut, er verdient ja auch noch, kriegt ja noch Sozialhilfe, also ein bisschen... Ach so. So. Und
Ja, was ist das für ein Verhältnis? Ja, mittlerweile eigentlich gar kein gutes mehr, im Grunde genommen. Ich komme nur nicht von ihm weg. Und das passiert irgendwie, also das ist es schon so eine Wochenendbeziehung, oder? Ja, fast eigentlich, weil die Woche über, da tue ich mich kaum mit ihm belasten. Also ich fahre auch schon mal die Woche über hin, aber selten, aber am Wochenende bin ich halt fast immer bei ihm. Und wenn du dann am Wochenende bei dem bist, was geschieht denn dann da? Ja, ganz früher eigentlich, wo ich ihn habe kennengelernt, war es eigentlich nur eine sexuelle Beziehung. Mhm. Also das war eigentlich auch recht nett, weil es ein recht gut aussehender Bengel. Ja. Und was war immer ganz flippig und ging auch immer recht gut zur Sache. Ja. Aber mittlerweile passiert da gar nichts mehr. Ja. Warst du denn damals in den auch verliebt, oder? Ja, ich bin ja immer noch in ihn verliebt, das ist ja wahrscheinlich. Na, höre ich, hast du gerade gesagt, das ist ein Unterschied. Ja, ich weiß es nicht zu definieren, also ich habe ihn halt wahnsinnig gern, das ist halt mein großer Fehler wahrscheinlich. Du hast ihn vor 8 Jahren kennengelernt. Mhm. Und das, seit 8 Jahren geht das jetzt so? Ja. Seit 8 Jahren finanzierst du dem sein Leben, der war damals 20 Jahre alt. Mhm. Und wie lange habt ihr jetzt schon keinen Sex mehr? Schon 3 Jahre nicht mehr. Und dennoch fährst du am Wochenende hin? Mhm. Und was machst du denn da am Wochenende? Ja, man quasselt miteinander, ich fahre einmal so hin oder ich gehe mit ihm einkaufen oder ja, was man also macht am Wochenende. Ja, hat er denn eine andere Beziehung zu einem Mann oder zu einer Frau? Ja, hin und wieder mal, da auch zu Frauen oder auch zu Männern, andere Beziehungen. Ja, so jetzt sagst du, ich habe letztendlich, wird die Liebe nicht erwidert von ihm, es passiert nicht mal mehr was im Bett. Mhm. Dennoch bist du hörig und abhängig von ihm. Ja. Wie erklärst du dir das? Ich weiß es halt nicht. Ich komme auch nicht so mittlerweile dahinter, weil ich... Das musst du dann an den Wochenenden, wenn du dann da bist, eigentlich stets frustrierend sein für dich. Ist es auch. Du würdest doch gern mit dem noch ein bisschen was machen. Unter anderem, ich frage ihn halt regelmäßig. Nö, er verweigert das. Er will, hat keinen Bock drauf. So. Und warst du da schon mal in der Rolle, dass du gesagt hast, okay, wenn du das nicht machst, dann zahle ich auch nichts mehr? Hatten wir schon mal durch, ja, aber irgendwie sind wir dann doch wieder zusammengekommen. Was heißt das, zusammengekommen? Ja, der hat mich dann halt angerufen und ich bin dann halt wieder hingefahren. Ja, also, du bist überhaupt nicht Herr deiner selbst? Das nehme ich mal an, ja. Übernachtest du dann an den Wochenenden bei dem auch? Nein, die Gemeinde ist ja nicht so weit weg von mir, also es sind ca. 8 bis 10 Kilometer, von daher kein Problem. Ja. Also ich fahre da schnell rüber und fahre dann abends wieder nach Hause. Ja. Du hast sonst aber auch keine Beziehung? Nicht mehr. Also ich hatte zwischenzeitlich mal einen sehr guten Freund. Mhm. Und der ist aber leider vor einem halben Jahr tödlich verunglückt. War das ein sehr guter Freund oder war das auch eine Beziehung? Ja, es war auch so teils. Also Beziehung mit guter Freundschaft. Also dem konnte man auch ein bisschen mehr machen. So, jetzt aber dieser junge Mann, 28 Jahre. Dem zahlst du im Monat ungefähr 1.000 Euro, suchst ihn am Wochenende, kriegst letztendlich nichts zurück. Genau. Das ist kein Zustand. Das ist richtig. Das ist wirklich kein Zustand. Erstmal finde ich es unglaublich, dass der das mitmacht. Was ist denn das für ein Charakter? Verachtest du den? Ich würde den verachten. Ja, er hat auch gute Seiten. Also ich finde, er kann auch ganz nett sein. Er hat auch manchmal eine ganz positive Art. Aber was steckt da für ein Selbstverständnis hinter? Der Junge ist 28. Der lässt sich aushalten von einem Typ und spielt mit dessen Gefühlen. Ja. Und so ein bisschen wie gerade, was ich zu Tanja gesagt habe, der Vorrednerin, bemüht sich überhaupt nicht, sein eigenes Leben auf die Beine zu stellen. Nö, das ist ihm völlig egal. Ja, das ist doch furchtbar. Findest du das nicht schlimm? Du bist ein Mann, der hat seinen Beruf und du gehst diszipliniert mit deiner Zeit um. Nervt dich das nicht? Provoziert dich das nicht? Ja, mittlerweile schon so ein bisschen. Das kannst du auch schon so ein bisschen. Also ich werde immer zorniger irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, aber zu Recht nach so langer Zeit. Irgendwie. Wenn wir beide jetzt vereinbaren würden, pass mal auf, Holger, heute Abend beschließen wir, dass du dem ab sofort keinen einzigen Cent mehr zukommen lässt. Ja. Was wäre das für dich für ein Gefühl? Ich hab's ja schon mal gemacht. Ich weiß es halt nicht. Aber wie lockt der dich denn, wenn der nicht mal mit dir in die Kiste geht? Ja, dann lockt der ja wieder mit Sex. Also dann sagt er, okay, komm halt nochmal vorbei, wir können ja wieder mal und wir haben ja schon lange nicht mehr und dann bin ich halt wieder drauf reingefallen. Gut, aber das ist ja jetzt nicht eine frische Geschichte. Das sind ja Spielchen, die altbekannt für dich schon sind. Ja. Müsste nicht endlich dann jetzt mal ein Punkt für dich auch erreicht sein, dass du sagst, zack, jetzt ist Schluss.
Ich will von dem nichts mehr. Ich suche mir eine neue Beziehung. Ich mache irgendwas anders. Und die 1000 Euro kann ich anders für Habe ich mir auch schon überlegt, aber ich komme einfach von dem nicht. Weißt du, wenn du diese 1000 Euro im Monat für eine wirklich gute Sache spenden würdest, ja, da könntest du, oder für sehr arme Kinder oder ich weiß nicht, es gibt ja 1000 Sachen, die wirklich sehr, sehr sinnvoll wären. Ich habe ja sogar eine Patenschaft in Indien. Da siehst du, wenn du da noch ein bisschen mehr Geld reinbuttern würdest und nicht diesem faulen Sack da ständig was zahlen würdest, wäre das eine gute Angelegenheit. Richtig. Ich kann dir nur zureden, das zu tun, Holger, Mensch. Ja, ja. Ich finde es ärmlich von seiner Seite aus, ganz schlimm, gar kein Thema. Und ich finde es auch traurig, dass du deinen Hintern nicht hochkriegst. Richtig. Ich sehe es ja auch ein, aber ich weiß es nicht. Ich komme irgendwie... Geht nicht, gibt's nicht. Ja, ist ja richtig. Ne? Und wenn man es einmal nicht geschafft hat, muss man es zweite Mal versuchen. Wenn man es zweimal nicht geschafft hat, dann muss man es dritte Mal und so weiter. Immer wieder aufstehen, ne? So, genau. Ja, beruflich hat es immer komisch geklappt. Also vorher habe ich auch mal eine schlechte Phase gehabt, auch beruflicher Seite, und dann immer wieder aufgestanden, aber da bei der Beziehung. Ja, dann guck dir doch diese Verhaltensmechanismen, die du im Beruf drauf hast, wo du entscheiden musst und wo du auch klar Grenzen setzen musst, guck dir diese Verhaltensweisen nochmal ab und übertrage die in dein Privatleben. Ich glaube, dass es letztendlich für dich ein irres Erfolgserlebnis sein wird, wenn du das schaffen könntest. Ja. Weil gut stehst du auch nicht da. Das ist richtig, ja. Weil es macht auch mittlerweile so ein bisschen nervlich, macht mich auch so ein bisschen kaputt. Glaube ich. Ja. Also Holger, ich habe dir klar meine Meinung gesagt. Ich hoffe, dass du da demnächst überhaupt nicht mehr am Wochenende hinfahren wirst. Geschweige denn da Kohle lässt. Schauen wir mal. Alles Gute wünsche ich dir. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön. Darf ich noch ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar, danke. Tschüss. Schönen Abend noch. Ja, tschüss. So, jetzt geht's weiter mit René. Und René ist 42. Stimmt das? Hallo? Ja, hallo. Ja, ist René. Domian, ich grüße dich. So, du bist ein sehr, sehr guter Mensch und machst eine ganz tolle Arbeit. Ich danke dir sehr herzlich. Mit dem Alter, das stimmte, ne? 42. 42, ja. Was machst du denn am Wochenende? Was passiert immer am Wochenende? Da kann ich dir sagen. Und zwar am Wochenende ziehe ich mich immer sehr, sehr schön an. Und zwar hell, damit mich alle Frauen erkennen können. Hell, damit dich alle Frauen erkennen können? Ja, und zwar die meisten Menschen sind seit dem Jahr 1995 ziemlich dunkel gekleidet. Das heißt also meistens schwarz, weil sie sich so ein bisschen verstecken wollen, und zwar wegen ihrer Seele. Wie bitte? Meistens sind die Leute seelisch ein bisschen krank. Ach, Quatsch. Ich kenne so viele Leute. Seit wann? Seit 1995? Seit 1995, da hat das angefangen. Ziehen die Leute sich schwarz relativ dunkel an? Ich kann dir auch sagen, warum. Aber guck mal, ich bin auch nicht dunkel angezogen. Nee, weiß ich. Seit ein paar Jahren nicht mehr. Früher hast du das auch schon mal gerne getragen, wenn ich dich in Köln gesehen habe. Ja, aber doch. Ja, erzähl mal einfach weiter. Ich erzähl dir. Ein Freund von mir, der heißt Mohammed. Wir beide, wir haben, sagen wir mal, eine sehr charismatische Ausstrahlung. Der Mohammed sieht aus wie Omar Sharif, ist nur einen halben Meter größer. Und ich kann in verschiedene Rollen schlüpfen. Das heißt also, ich kann in menschliche Rollen schlüpfen, die andere Frauen, oder sagen wir mal Frauen, sehr gut nachvollziehen können. Und zwar, ich bin ein sehr offener Mensch, ich bin ein sehr freundlicher Mensch und ein sehr sinnvoller Mensch. Ich lebe sehr sinnvoll. Ein sinnenfroher? Sinnvoll. Sinnvoll, okay. Sinnvoll. Und liebevoll auch. Und natürlich. Das macht mir es sehr leicht, Frauen kennenzulernen. So, jetzt erklär mir das mal mit dem Wochenende. Du ziehst ja am Wochenende hell an, weiß an. Ja. Weiß, rosa, blau, also alles Farben, die, sagen wir mal, für Männer, die heterosexuell sind, nicht so besonders modern sind. Die meisten Männer tragen dunkle Sachen. Stimmt, wenn du in rosa, im rosa Anzug da rumläufst. Ja, genau, ein rosa Sakko von Gucci oder von Versace, je nachdem, was ich gerade so bekomme. Und dann gehst du mit deinen hellen Sachen raus? Ja, dann gehe ich auf die Piste. In Köln? In Köln und in Düsseldorf. In Köln und Düsseldorf. Und Piste heißt in Diskotheken oder in Bars, Cafés? Bars, ja, genau. Und das mache ich schon 15 Jahre lang. Und dann setze ich mich an eine Theke. Genau, was passiert dann? Meistens setze ich mich an eine Theke und nehme aber zwei Barhocker, wo ich meine Jacke drauflege. Ja. Und reserviere die. Ja. Obwohl ich noch gar nicht verabredet bin. Ja. Und dann? Und wenn der Laden dann voller wird, dann kommt schon mal der ein oder andere Mann, der da gerne sitzen möchte, dann sage ich immer, nein, das geht leider nicht, da ist für meine Freundin reserviert. Die Frauen kenne ich auch noch nicht, aber es kommen welche, die sich da hinsetzen. Spätestens dann, wenn der Laden so ein bisschen voller ist. Dann kommt eine. Nur auch manchmal zwei, sind ja oft Freundinnen miteinander unterwegs. Und wenn die dann mich anschauen, ja, dann schaue ich denen in die Augen, und zwar nicht auf die Brüste, nicht auf den Arsch, natürlich nicht irgendwo anders hin, nur in die Augen. Und dann nehme ich meine Jacke hoch und dann sage ich,
das könnte ihr Platz sein. Und dann setzen sie sich. Dann habe ich die schon kennengelernt. Dann stelle ich mich mit Namen vor, dann sage ich, ich heiße René Mitterbacher, ja, halte meine Hand hin, dann kriege ich die Hand, dann sagt die mir, wie die heißt, und dann deute ich einen Handkuss an, wie in alten Zeiten. Und das klappt immer. Und das finden die Frauen wahrscheinlich ganz toll und ganz charmant. Ja, klar. Und vor allen Dingen sage ich dann noch, du hast eine wunderschöne Ausstrahlung und deine Freundin auch. Dann hast du natürlich die Frauen sofort schon eingetötet, wenn du... Ja, was heißt eingetötet? Ich will sie ja nicht überlisten. Nein, was, über was redest du denn weiter mit denen? Ich vermute mal, dass ihr dann zusammen sitzen bleibt. Was redet ihr? Ja, und zwar versuche ich erstmal herauszufinden, wo die Süchte der Frauen sind, was sie für Süchte haben. Manchmal kann es Rauchen sein, manchmal kann es Alkohol trinken sein, aber meistens ist es diese grenzenlose Suche nach der Liebe. Und dann redest du mit denen über die Liebe? Ja, über die Liebe, nur über die Liebe. Ich rede nie über die Arbeit. Und wie endet das? Irgendwann in der Kiste? Nein. Nein? Das ist ja der große Vorteil, da ich ja seit 15 Jahren in einer richtig herrlichen Partnerschaft lebe mit meiner Freundin, ja, und wir beide nicht eifersüchtig sind, dann geht das alles relativ einfach. Manchmal geht sie sogar mit und hilft mir dabei, Frauen kennenzulernen. Ja, das ist aber schon wieder sehr schräg. Also du gehst immer am Wochenende raus, um mit Frauen über die Liebe zu sprechen. Ja. Und, weil ich selber sehr viel Liebe abgeben kann, ja, kann ich mich auch darüber unterhalten. Sag mal, wenn du da so ein toller Typ bist und mit Handkuss und Andruck, dann, die sind doch wahrscheinlich radadoll, die Frauen. Die, ja, meistens. Ja. Das glaube ich. Die aber wollen doch mit dir dann nach Hause gehen. Ich erzähle dir mal eine Geschichte, die mir letzte Woche kam. Geht leider nicht, weil die Sendung gleich rum ist. Oh. Ah, aber ich finde es sehr nett, dass wir beide haben noch sprechen können. Bist aber ja so, warte, so ein schräger Lebenskünstler, ne? Oder ich sowas. Ich lasse euch mal einen Satz noch mit auf den Weg. Schnell. Bewege dein Leben liebevoll, dann wird dein Leben immer herrlich und toll mit viel Glück. In aller Güte, Gott ist bei euch mit einer großen Tüte voll Liebe. Super, und die Sendung ist vorbei. René, alles Gute, alles Liebe. Ja, tschüss. In der Technik Thomas Wittig, morgen sind wir wieder da. Ein bisschen später im Fernsehen.